Ja, auf alle Fälle mit einem angespannten Gefühl. Ich denke mal, das muss auch so sein, dass es ein bisschen kribbelt. Aber auch mit einem positiven Gefühl, weil ich denke mal, die Profis waren ziemlich erfolgreich die letzten Spiele. Und mir hat das mit der U21 dort sehr viel Spaß gemacht, weil wir dort im Stadion gespielt haben. Der Rasen war richtig gut für eine U21 und wir haben da auch gewonnen gehabt. Deswegen ist da auch ein positives Gefühl dabei, aber nichtsdestotrotz geht es bei null los. Kribbeln ist dabei und es geht um Punkte, die wir unbedingt holen wollen und müssen. Ja, der Trainer hat es ja gerade gesagt, es ist eine Anspannung zu spüren, logischerweise. Ich glaube, man merkt auch, dass wir mit dem Ergebnis gegen Sandhausen nicht so zufrieden sind, logischerweise. Und da, glaube ich, auch viele drauf brennen, es einfach besser zu machen, weil wir uns für unsere harte Arbeit nicht belohnt haben. Das fahren wir nach Fürth. Die letzten drei Spiele gegen Fürth haben wir gewonnen. Das ist, glaube ich, auch bei vielen, ja, haben es mitbekommen, die letzten dabei waren. Die haben es gemerkt, wie geil das ist, so ein Derby da zu gewinnen führt. Und deswegen fahren wir, glaube ich, trotzdem mit einer positiven Anspannung nach Fürth. Ja, die Personalfront hat sich jetzt schon ein bisschen geändert. Der Fesal Mulic hat gestern das erste Mal beim Mannschaftstraining teilgenommen, hatte grünes Licht bekommen. Wir haben gestern auch jetzt nicht übertrieben hart trainiert, also ganz normal. Und er sollte jetzt ab heute bei der U21 trainieren und am Samstag schon mal ein bisschen Spielpraxis sammeln, so 30, 35 Minuten. Aber das ist wohl wieder ein bisschen aufgebrochen. Das heißt, er geht heute wieder joggen, war heute auch wieder beim Arzt. Also bei Mule ist es vielleicht auch ein bisschen falscher Ehrgeiz gewesen. Deswegen war es ganz gut, dass er vielleicht gestern mal mittrainiert hat, sodass er jetzt... dass wir nachher nach Aalen auch die Länderspielpause haben, sodass wir da ein bisschen mehr Zeit haben für ihn oder er ein bisschen mehr Zeit hat zu regenerieren. So, dann der Marius hat gestern problemfrei mittrainiert, als wenn nichts gewesen wäre. Also auch gut so, positiv. Also der ist auf alle Fälle dabei. Also ich habe jetzt hier meinen Job zu erfüllen oder wir haben unseren Job zu erfüllen, dass wir in der Allianz Arena bleiben und das ist das primäre Ziel und nichts anderes und das mit den anderen Sachen, sage ich ganz ehrlich, ich persönlich beschäftige mich damit überhaupt nicht. Ja, es ist ein Derby. Es ist ein Derby und so wie er es ja auch schon gesagt hat, sie sind auch noch lange nicht raus, sonst haben sie auch nicht den Trainerwechsel dort vollzogen und er möchte natürlich auch da jetzt auch seine Akzente setzen, positives Erlebnis haben, aber genauso geht es uns und ja, Abstiegskampf oder jetzt gerade jetzt Derby, das ist nun mal beißen, kratzen und da gehört eben Kampf dazu. Das ist die Voraussetzung, was ich auch schon immer gesagt habe, die Leidenschaft ist so und so Voraussetzung, sonst braucht man nicht Fußball spielen, schon gar nicht in dem Bereich. Und jetzt kommt es nachher darauf an, dass man dann auch die Qualität und den Mut mit reinbringt. Und ja, um auch erfolgreich zu sein. Aber wie gesagt, Voraussetzungen sind die Leidenschaft und die Zweikämpfe zu gewinnen. Das sieht er genau richtig. Jetzt kommt es darauf an, wer da mehr drauf hat. Ja gut, schon allein durch die Personalsituation wird es Veränderungen geben. Das ist klar. Und was ich ja schon gesagt habe, ist natürlich, wir müssen von Spiel zu Spiel sehen. Wir müssen diesmal war es eine kurze Trainingswoche, die Trainingsleistungen sehen. Und mir fehlen Testspiele, mir fehlt so ein bisschen Vorbereitung. Wenn einer mal einen schlechteren Tag hat, wie kommt er beim nächsten Spiel wieder zurecht? Das fehlt uns ein bisschen. Wir müssen jetzt immer von Situation zu Situation das sehen. Und ich muss das eben da kurzfristig einschätzen. Und dann wird es immer mal wieder ein, zwei Veränderungen geben, ja. Nö, eigentlich nicht. Also... ich glaube, wir haben ja auch jetzt den letzten Sieg auch zu Hause geholt. Ich glaube, dass es da für uns kein Unterschied sein sollte, wie wir Fußball spielen wollen. Und wie gesagt, der Trainer hat es auch wieder gesagt, wichtig ist einfach mutig auftreten. Aber das gilt ja nicht nur für auswärts, sondern auch, dass wir es zu Hause machen. Das ist egal gegen welchen Gegner. Ja, ich habe jetzt die letzten vier Spiele von Beginn an gemacht. Und wie gesagt, ich habe jetzt davon... eine einzelne Verteidigungsspiel, drei im Mittelfeld. Und wie gesagt, fühle mich eigentlich bei beiden Positionen wohl. Ich habe schon öfter betont, dass es mir persönlich relativ egal ist, wo ich dann spiele.
Hauptsache, ich kann der Mannschaft helfen und ja, das ist das Wichtigste. Meine persönliche Situation ist natürlich deutlich hintangestellt im Moment. Es geht darum, dass wir als Mannschaft und als Verein Erfolge verbuchen sportlich. Und ja, alles andere wird man dann sehen. Ich habe jetzt hier bei 60, glaube ich, die Hälfte der Spieler auf 6 gemacht, die andere Hälfte als Innenverteidiger. Die Tendenz war es jetzt genau dasselbe, eine als Innenverteidiger, 3 auf 6. Es ist mir egal, ich will da spielen, wo ich der Mannschaft am meisten helfen kann. Und ja, wo es denn ist, entscheidet der Trainer. Wo es auch ein bisschen gegnerabhängig ist und wo es passt. Und ich denke mal gerade jetzt im Profibereich oder auch allgemein, jeder möchte spielen. Und dann muss man sich auch ein bisschen unterordnen und auch sagen, da werde ich jetzt gebraucht, dann spiele ich da. Ich habe schon mal einen Spieler gehabt, der hat gesagt, oh, auf der will ich nicht. Ja gut, dann will er auch nie wieder. So, das ist einfach so. Ja, ich glaube, das sieht man, wie wir auf dem Platz auch auftreten, miteinander kommunizieren. Ich glaube, wer das Training sieht, es ist eine sehr gute Körpersprache im Training, es ist sehr lautstark. Wenn wir Tag vorher oder am Spieltag im Hotel sind, sehr viel mehr Kommunikation als vielleicht zum Anfang der Saison. Ich möchte nicht sagen, dass das vorher alles schlecht war, aber ich glaube, da haben wir uns doch noch vielleicht den Ticken verbessert, dass wir vielleicht auch als Mannschaft sportlich da auf dem Platz mehr zusammenstehen. Ja, das, was Mike schon gesagt hatte, die werden, so sicher sind sie zurzeit auch nicht, die werden auch versuchen, vom Kampf ins Spiel zu finden. Ihre Stärke ist natürlich, dass sie auch versuchen, Fußball zu spielen. Da wird jetzt nicht immer nur lang gespielt oder sich hinten reingestellt. Haben natürlich eine sehr große Mannschaft, körperlich große Mannschaft. Man sieht das ja bei denen auch wieder an den Standards. Aber auch direkter hauen sie auch schon mal rein. Ist eine körperlich betonte Mannschaft. Ja, spielen trotzdem einfach, aber auch auf Ballbesitz. Also es ist jetzt nicht so, dass sie ein Spiel zerstören wollen, die wollen schon Fußball spielen und darauf freue ich mich eigentlich. Kann ich doch jetzt nicht sagen. Nee, kann ich doch jetzt nicht sagen. Ich kann doch jetzt nicht einen Tag vor dem Spiel sagen, wie ich sie knacken will. Oder wie wir sie knacken wollen, das kann ich doch nicht sagen.